Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum mit Chibi Let's Play auf dem Duellberg. Und wir betreten nun Plattform Nummer 4. Pah, die drei Nieten, die hinter euch liegen, waren doch nur Appetithäppchen. Der echte Kampf geht erst mit mir richtig los. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Biker Zed so an Pokémon mit sich schleppt. Und ob es eventuell vielleicht auch Krypto-Pokémon sind. Denn ich meine, die Typen hier sind doch alle von demselben Schlag, die diese finsteren Pokémon mit sich rumschleppen. Und weil die meisten zuletzt ja Bodentypen waren, habe ich mir gedacht, ich setze mal Papunga und Impagato nach vorne. Pupanze ist immerhin schon ein Boden-Pokémon. Tanzer, eigentlich ein Käfer-Pokémon. Auch wenn man es ihn nicht so ganz ansieht, aber ich denke mal, eine Surferwelle wird es trotzdem nicht so gut aushalten können. Papunga kriegt schon ordentlich eins drauf, dank Pupanzes Megasauger. Und jetzt wird's weggespült. Erst du und dann du. Batsch! So, die Ballons waren nicht mehr vorhanden. Okay. Wablub bekommt auch noch ein paar Erfahrungspunkte, weil ich ihm den EP-Teiler vorhin noch gegeben habe, vor der Aufnahme. Ich dachte mir, es wäre angemessen, wenn wir auch so ein bisschen an Wablubs Weiterentwicklung arbeiten. Gut, jetzt haben wir Honduster, ein Feuer-Pokémon. Da wäre ich vielleicht dazu geneigt, Wablu selber auch nochmal in den Kampf zu bitten. Dann kriegt es nochmal ein paar Erfahrungspunkte mehr. Und du setzt nochmal Surfer ein. Ja, du kleiner Piepatz. Hi. Hi. Und platsch. Ah, da ist sogar noch ein bisschen was über. Ja, toll. Schön. Und der Hundi ist zwar nass, aber noch längst nicht besiegt. Okay. Zertrümmerer klingt nach einer richtig heftigen Attacke, ist allerdings ziemlich schwach. Der einzige Vorteil ist, dass die Verteidigung vom Gegner noch nebenbei neutralisiert wird. Gesenkt wird, wollte ich sagen. So. Aber das ist jetzt auch beendet. So. Tschüss, Huni. Wablu kriegt die meisten Erfahrungspunkte dank des EP-Teilers. Ist irgendwie schon wieder unfair, aber hey. Und als letztes kommt Georock. Spiegeltrick schlug fehl, habe ich mir schon irgendwie gedacht, aber du hast wirklich keine gute Offensivattacke. Ich meine, Fliegen ist zwar stark, aber ja, wie soll ich sagen? Ist auch irgendwie ein bisschen doof, auf zwei Runden zu kämpfen. Auch wenn die erste quasi zum Selbstschutz irgendwie auch funktionieren kann. Egal. Yay, Level 33 für Impagato. Und bei ihm 796 für Wablu. Huch. Ja, huch, so in etwa. Hey! Wablu entwickelt sich! Gut, das hat gar nicht mal so lange gedauert. Yay! Glückwunsch, dein Wablu wurde nun zu Altaria. Und Altaria erlernt Feuer Odem. Das ist schon mal eine sehr gute Attacke. Drachentyp, Stärke 60. Fick den Gegner mit zerstörerischem heißem Atem weg.
Naja, gut, klingt pompöser als es ist. Also der Gegner wird jetzt nicht direkt von der Plattform vom Ring rausgeworfen, aber es ist auf jeden Fall besser als Bodyguard. Yay! Wunderbar. Ich meine, ja, Warblue war klein, süß, flauschig, aber nun hat es zumindest seine wahre Stärke entwickeln können. Als Drachen-Pokémon Altaria. Hat noch die Fähigkeit innere Kraft, das finde ich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier eigentlich mal was. Stärke 70 für Fliegen. Erste Runde steigt hoch empor. Zweite ist dann die Angriffsrunde. Und hier können wir direkt angreifen. Finde ich schon mal deutlich besser. Gut, und nach getaner Arbeit können wir dir den EP-Taler wieder abnehmen, würde ich sagen. Warte mal, was für eine Initiative hast du? 70. Ist eigentlich okay, würde ich sagen. Flinkklaue muss nicht unbedingt sein. Papunga hat 79. Das ist schon ziemlich schnell für einen Pflanzen-Pokémon. Na gut, dafür ist dein physischer Angriff nicht so hoch, aber ist okay. Ist okay, damit kann man arbeiten. Alles klar, ich würde sagen, damit geht es nun weiter zur Plattform Nummer 5. Was, ihr? Wie habt ihr es denn nur bis hierher geschafft? Respekt. Aber passt auf, ich lasse meine Beute nämlich nicht so einfach entwischen. Warum definierst du mich als deine Beute? Wieder Knackleon und Schmerbe. Also sprich wieder Boden-Pokémon. Auch wenn man es Schmerbe nicht so gut ansieht, aber ja, es ist ein Wasser-Boden-Pokémon. Wahrscheinlich, weil es halt sehr viel im Matsch rumwühlt, sprich ziemlich weit unten im See rumdümpelt. Deswegen hat Megasauge dann auch vierfach Schaden. Yay! Lilip, okay. Damit Surfer jetzt nicht ganz so effektiv sein. Aber ich hoffe, es wird trotzdem ordentlich Schaden. Naja, leider nicht, okay. Gut, Lilip wird so ein kleines Problemchen werden, denke ich mal. Ich meine, die Typkombination Pflanze-Gestein, das ist schon, ja, ein hartes Brot. Das kann man nicht so einfach einweichen mit einer Surferattacke. Mit Lilia kann erstmal schlafen mit Schlafpuder. Wenn es funktioniert. Jawohl. Also sobald die Animation schon kommt, bin ich erleichtert, dass es funktioniert. Gut, Lilia pennt. Wird nebenbei noch fleißig gegossen. Und Knackleon wird vor allem auch besiegt. Das ist mir auch recht. So, noch ein paar Erfahrungspunkte. Ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir jetzt endlich die Erfahrungspunkte direkt vor Ort sammeln können. Auch bei unseren inzwischen erlösten Pokémon. Weshalb sie sich jetzt auch endlich mal weiterentwickeln konnten. Wobei ich kurz erwähnen möchte, das ging im letzten Part vielleicht auch ein bisschen unter. Ich finde, dass dieses Sanktuarium ehrlich gesagt schon ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Also eine Steinsäule mitten im Heiligen Wald trägt die Kraft des zeitreisenden legendären Pokémon Celebi in sich. Da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen verwirrt. Ich meine, wie genau hat Celebi das hingekriegt? Hat es in der Vergangenheit mal einen Teil seiner Kraft in den Stein hineinfließen lassen? Vielleicht auch einen Teil seiner Seele oder wie oder was? Oder hat dieser Stein, diese Steinsäule an sich irgendwie was
generell Mystisches an sich. Das ist mir ein bisschen schleierhaft, um ehrlich zu sein. Und ich fand es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, im letzten Part auch, weil ein Bewohner von Eremice, der jetzt nicht so ein gutes Gedächtnis hat, hatte aber trotzdem erwähnt, dass das Ganze auch in Verbindung mit einer Zeitflöte ist. Dieses ganze Erlösungsritual. Und ich hatte erst vermutet, okay, ich muss also neben der Steintafel, die Cosmas Großmutter mal eben sucht, noch eine Zeitflöte finden. Da war ich gerade war ich ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, wo muss ich denn dafür jetzt schon wieder hin? Im Groben und Ganzen kenne ich doch den Ablauf von dem Spiel. Von der Zeitflöte wusste ich ehrlich gesagt gar nichts mehr. Aber hey, es hat auch ohne die Flöte gereicht. Also mit der Steintafel an sich reicht es wohl komplett aus. Interessanterweise. Aber ich glaube, mehr werden wir später noch erfahren, sobald wir die Nummer 6 besiegt haben. Aber trotzdem, dieses Sanktuarium. Ich meine, gut, okay, es ist eine Steinsäule auf einer relativ rund gehaltenen Felsenplattform. Man könnte es eventuell ja auch als Sonnenuhr interpretieren. Vielleicht war es ja auch wirklich mal als Sonnenuhr gedacht, so mitten im Heiligen Wald. Was wäre da naheliegender, als das in Verbindung mit einem zeitreisenden Pokémon zu bringen, ne? Also ich bin ein bisschen verwirrt, was das angeht. Ich glaube, früher habe ich mir halt auch nicht so viele Gedanken gemacht, was das angeht. Weil ich mir auch dachte... Na gut, es ist halt Pokémon. Punkt. Es ist halt Magie. Punkt. Fertig. Aber heute denke ich da wahrscheinlich ein bisschen weiter als früher. Oder ich interpretiere inzwischen einfach viel zu viel hinein. Ich weiß es nicht. Ja, Psi-Strahl vom herumtorkenden kleinen besoffenen Panda namens Pandia. Na gut, da hat er Megasauger ein. Bis. Wir machen das mal weiter so, denke ich. Ich meine, du heilst dich dadurch auch ein bisschen selber. Du beißt dich fröhlich durch. Pandia ist schon ein sehr merkwürdiges Pokémon. Oh, Nidenranke. Ja, ich hab's geahnt. Okay. Na gut, ob einmal Biss noch reicht? Surfer wird definitiv nichts bringen bei Tuska. Impergator, ich tausche dich mal kurz aus. Sei mir nicht böse. Wir setzen mal Altaria ein. Na dann komm raus, du Watteschwan. Nietenranke? Nicht so effektiv. Okay. Danach kommt noch ein Pokémon. Ich setze mal Schlafpuder auf Pandia ein und nun sehen wir mal Feuerodem in Aktion. Gleich. Interessanterweise ist Papunga immer noch schneller als Altaria. Das ist schon sehr interessant. Na, jetzt aber. Hat vollkommen ausgereicht. Kadabra.
Okay. Schlafpool auf Kadabra. Und du setzt deine Flugkünste ein. Oh, okay. Kadabra setzt sehr ein. Eine sehr doofe Attacke, würde ich mal sagen. Ich meine, es ist eine Attacke, mit der das Pokémon den Angriff in der Zukunft sehen kann. Also vorhersehen kann. Ist zwar gut und schön, aber dafür muss man 3 bis 5 Züge warten, bis die Attacke da auch mal wirklich zum Vorschein kommt. Also ist von daher auch so ein bisschen bescheuert. In der Zwischenzeit kann alles passieren. Zugabe? Okay. Zugabe bedeutet doch, glaube ich, dass immer wieder dieselbe Attacke in Folge kommt. Aber egal. Papunga kann meinetwegen auch gerne weiterhin in Folge Megasauge einsetzen. Das bringt uns ja irgendwie doch weiter. Ja. Ich kann es schon gar nicht mehr wählen. Es geht einfach in Schleife. Immer weiter. Na gut, meinetwegen. Bitteschön. So. Yay. 574 Erfahrungspunkte. Yay. So, und der kleine besoffene Panda kann jetzt auch in den Pokéball zurücktorkeln. Sehr schön. Künstlerpech. Für diese Vorstellung kann ich wirklich keinen Eintritt nehmen. Nee, aber dafür kann ich mein Preisgeld nehmen und weitergehen. Da war ja was. Setze nochmal einen Hypertrank ein. Wenn, dann richtig, ne? Wobei... Papunga... Ach nee, der Megasauger wird schon irgendwie richten, ne? Wir haben auch noch Synthese. Wird schon gehen. Alle 6 erledigt? Wirklich? Ja, wirklich. Auf niemanden mehr Verlass. Aber hier endet euer Ausflug. Jäger Nate. Setz Vibrava und Kyogre ein. Ha, auch wieder ein interessanter Boden-Pokémon. Das Interessante an Vibrava ist übrigens, das ist die weiterentwickelte Form des kleinen, orangenen Pokémon Knöckleon, das wir ja zuletzt gesehen haben. Klingt bescheuert, ist es auch. So, okay. Papunga holt sich erstmal die KP wieder. Nom nom nom. Jäger setzt dann da mal ein. Okay. Tja, Nate. Auch dieses Pokémon wird gleich besiegt sein. Ich übe mich mal im Optimismus. Okay, die war sehr effektiv. Felsgrab, eine Gesteinsattacke. Oh, Initiative geht runter. Ja, nee. Das ist ja doof. Pass auf, ich setze mal Schlafpuder ein. Wäre auch mal eine Option. Habe ich zu viel versprochen? Und die Initiative sinkt weiter. Und eigene Attacke geht natürlich flöten. Okay. Den nächsten Zweifel wird's aushalten, denke ich. Wer war denn noch nicht? Ich würde sagen, Nachtara.
Schneckmark wollte ich absichtlich jetzt nicht einsetzen, falls Vibrava wirklich überlebt und nochmal Felskap einsetzt. Ah, okay. Da hätte ich wohl ein bisschen mehr Vertrauen in den Pelgator stecken können. Das war nämlich eine gute Leistung. Na gut. Aber hey, kriegt nach Tara für pure Anwesenheit immerhin auch noch Erfahrungspunkte. Warum auch nicht, ne? Ich habe verloren. Das ist vielleicht das Ende meiner Karriere. Ja, das, ja. Ich gehe einfach mal weiter, ne? Anscheinend haben wir dich ein wenig unterschätzt. Das war sicher ein Fehler. Aber es war auch, aber es war auch ein Fehler von dir, hierher zu kommen. Kryptoknecht Misa. Mit wem denn Haar? Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hat. Hunduster und Smorgon. Okay, Papunga, du hast jetzt Pause. Ach, Tara ist mir zu angeschlagen. Ich, wähle Altaria. Und Impergator setzt wieder Surfer ein. So, der Hundi ist schon mal nett. Ein heftiger Biss vom bösen Hund. Ich muss gestehen, Hunduster war früher eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich meine, es vereint die Kraft von Feuer- und Unlicht-Pokémon in einem Körper. Auch wenn seine Werte nicht so perfekt sind wie von einem Legendären. Aber egal. Wir starten weiter durch. Feuer Odin. Volltreffer. Tschüss. Oh, Zwirrlicht kommt als nächstes. Tschüss, Hundi. Yay, Papunga hat trotz alledem noch Erfahrungspunkte für das nächste Level bekommen. Oh. Ein Kirlia. Neben dem Zwerglicht, okay. Gut, dann setzt du bitte Feuer oben oder noch Zwerglicht ein. Impergator beißt sich durch. Das war schon mal sehr gut. Okay. Irrlicht. Na gut. Das ist, Irrlicht ist eine Attacke, die nur Verbrennung verursachen kann. Gut, okay. Meinetwegen. Macht sich ja gut bei einem Feuerkoko. Falsche Reihenfolge. So und so. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich auch schon vor, die Heilstation nochmal aufzusuchen. Wobei hier ist es ja ein richtiges Pokémon Center. Das wäre jetzt so langsam doch mal angemessen, ne? Schon alleine, weil die AP von Surfer wahrscheinlich auch gleich aufgebraucht sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt, aber es wird schon etwas brenzlig, ne, Impergator? Im wahrsten Sinne. Wie konnte ich denn nur verlieren? Oh nein! Tja, das hast du doch gesehen. Pass doch mal auf, Mädchen.
Ich hätte besser gar nicht erst gegen dich kämpfen sollen. Das ist wahr.